Emil, ein 6-jähriger Spanier, der seine Reiterin schnell runterbockt und auch gerne mal beißt. Ariane Telgen wurde um Hilfe gebeten. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Wir haben wieder einen neuen Gast auf Hof Eicheneck. Emil in der Box, ein Spanier, glaube ich. Richtig. Mirjam und Papa Dieter ist dabei. Wichtigsten Person immer, die Begleiter. Ja, absolut. Ihr habt, glaube ich, eine lange Fahrt hinter euch. Ne? Das ist auch eine doofe Strecke. Wie alt ist denn der Emil? Er hat jetzt im November Geburtstag und wird 6. Wird 6. Und du hast ihn, wenn ich das richtig nehmen kann, dem Kontakt von mal 2 Jahre? Genau, ich habe ihn jetzt 2 Jahre gekauft. Ja. Damals dachte ich, er wäre schon 4, bin zum Händler gefahren, ja, schockverliebt und war aber erst 3, wurde dann im November, also ich habe im Oktober gekauft, im November 4 und habe ihn dann aber trotzdem mitgenommen. Und der kam halt frisch aus Spanien, war gerade gelegt, ziemlich, also er war eingeritten, aber so vom Verhalten total roh. Also stand immer trippelnd in der Stallgasse, musste rechts, links ausbinden und der wollte einen am liebsten fressen. Also beißen und hat in den Vorderhufen immer so getrippelt. Aber ist jetzt und trotzdem viel besser. Gekauft? Beim Händler nicht. Ich glaube, der war abgeschossen. Ach so, okay, War der ganz lieb. Ich habe den auch einmal geritten da. Ja. Und dann war, als er so 2 Wochen bei uns am Stall war, ging das los. Freizeit heißt Dressur zu Hause Gelände? Zu Hause, oder? Ja genau, und ins Gelände würde ich auch ganz gerne gehen. Da waren wir jetzt mit ihm 2 Mal auf dem Geländeplatz und beide Male hat er versucht, mich runterzusetzen. Beim ersten Mal bin ich aber oben geblieben, beim zweiten Mal bin ich runtergeflogen. Also das heißt, dass er dann bockt. Ja, aber so schon, also ich hatte jetzt nicht beim Antraben schon damit gerechnet, sondern erst dann in der nächsten Stufe und er hat sofort von Schritt auf Trab, so die setze ich ab. Okay. Aber er ist schon so ein dominantes Pferd. Also wir beiden müssen immer testen, noch wer der Boss ist. Mit der Mitreiterin, die reiten ein bisschen besser als ich. Ja. Auch die Neue jetzt. Und da ist das nicht so ein Thema. Aber bei mir ist es immer wieder testen. Bin wahrscheinlich zu freundlich. Was geht denn mit der? Also ich habe ja viele Online-Beratungen und viele Online-Betreuungen in Spanien und aus Spanien. Von denen höre ich halt auch wirklich, dass die Pferde einfach anders eingeritten werden. Es ist teilweise sehr grob. Ich will nicht sagen, dass das hier in den deutschen Ställen nicht auch so ist. Deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, einfach Pferde nachzureiten. Also ob das nun in Spanien ist oder hier ist. Es ist halt alles ganz schnell, mit ganz viel Kraft. Und ich zähle mich dann auch als Hobbyreiter. Ich möchte es nicht nachreiten können und ich finde das traurig. Also es kann auch keiner nachreiten, außer man ist halt ein Profi, der das kann. Also wenn ich vor allem so die Seite, also die linke ist besser als die rechte Seite. Es ist ganz häufig so und das ist halt einfach, wir haben hier so viele Pferde und auch in den Betreuungen aus Spanien, die dann wirklich, wirklich mal Medizin geben für den Magen. Okay. Nicht einfach nur irgendeine Kost, die man so kaufen kann, sondern die ist wirklich verschreibungspflichtig. Die gibt man halt zum Beispiel bei Magengeschwüren, bei Schleimhautreizung und so weiter und so weiter. Und ich stand einfach in dem Zwiespalt, weil ich könnte jetzt mit ihnen nicht arbeiten, wenn das Schmerzen sind, die da sind. Und ich glaube, wenn man dabei geht und dem sagt, komm, wir machen dir deine Bauchschmerzen weg, dann würde ich auch vermuten, dass die Mauke auch besser wird. Ich sehe, er hat den Schweif gescheuert, weiß nicht. Ja, das ist alles dabei, weil die Leber da natürlich unmittelbar mit dran hängt bei dem Ganzen. Ja, ist gut. Also er möchte auch gefallen, auch so im, ne, er möchte auch eigentlich, arbeitet auch mit. Also das ist schon so, sind die Spanier ja auch, ne? Ja. Ja, das, also ich hatte letztens, als die Tierärztin da war, hatte ich gefragt, ob sie mal ein Blutbild machen kann und dann sagt sie, so, der sieht doch gut aus.
brauchen wir doch jetzt nicht. Ich sage, okay, dann beim nächsten Mal. Aber die hat das quasi so... Ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil zum einen, wenn ich jetzt Tierarzt bin und ich bin ein geschäftlich denkender Tierarzt, dann würde ich doch sagen, jo, gleich großes Blutbild, am besten noch hier was und da was. Hätte, glaube ich, wenig Zeit. Aber und ich habe heute Morgen mit Rabea gesprochen und habe gesagt, Rabea, ich glaube, hier kommt ein absolut typisches Magenpferd her. Okay. Hättest du Zeit, wenn die Besitzerin damit einverstanden ist? Ja, gut, dass ich nochmal alles so aufgeschrieben habe, was so die Probleme sind. Genau. Weil wenn man es mal so auf den Punkt bringt, ne, dann... Ja. Nee, auf jeden Fall. Also wenn das Magen die Rabea, die stellt das separat in Rechnung. Ja. Es wäre aber so, dass wir dann wirklich heute Abend spätestens morgen früh anfangen könnten. Und dann sieht man schon gleich was. Sonst wär's ja zu knapp. Und dann würdest du die Sachen mitnehmen. Ja, nee, gerne, wenn das... Wenn das aus deiner Sicht quasi auf Magen hindeutet, ich glaube, auf jeden Fall. Ganz, ganz doll. Die Magenpferde, das ist ganz häufig so, dass die ganz empfindlich sind an der Haut. Die mögen sich nicht gerne putzen lassen, gerade Flanken unter dem Bauch. Das mag er auch nicht. Dann beißt er sich ja schon mal so in die Brust. Und Das sind schon ganz, ganz deutliche Zeichen. Okay. Oder die mögen sich auch nicht gerne einsprühen lassen mit diesem Fliegenspray oder ja, so. Das mag er auch nicht so gerne, aber ging dann hinterher. Okay. Ne? Und Wasser, also alles, was auf die Haut kommt, die sind halt wie so übersäuert, wie so ein, ich sag mal, Ganzkörpermuskelkater. Mhm. Wenn man Muskelkater hat oder blaue Flecken hat und man drückt da drauf, dann ist es... Ja. Und dann haben wir ja noch das Problem an der Longe. Ne? Auf der rechten Hand haut er halt ab. Okay, dann würde ich sagen, machst du ihn einfach mal ganz normal. Also du könntest ihn links, rechts anbinden, du könntest ihn frei hinstellen. Wie können wir gucken, es was für dich am besten ist. Weil er jetzt hier fremd ist. Gucken wir mal. Das könnte ein Problem sein, ne? Ja. Nein. Dieses Video, was ich gesehen habe, dass er... schnappt, wenn man auf die Box zugeht, hat man das auch, wenn er draußen auf dem Paddock ist. Also muss ich auf irgendwas aufpassen, dass er beißend auf mich zukommt. Also ich hatte das Gefühl, jetzt mal von meinem Fuß, dass wenn er nicht draußen war, dass er dann so grummelig ist. Wenn er in der Box war, die nachmittags gehen die bei uns gehen die bei uns nicht immer raus. Ja. Und dann, wenn er dann in der Box steht, dass er dann so ein bisschen sauer ist. Weiß ich aber nicht, ob das der Grund ist. Also er hat mich letztens gebissen, auch richtig. Oh, also ein bisschen sollte man schon gucken. Ja. Also wenn, dann beißt er. Aber eigentlich ist es auch schon viel besser geworden. Naja, wenn er nur noch ein bisschen beißt, dann geht's ja. Also damals, also ist auch noch nicht so lange her, hat er mich in die Hand gebissen. Das war auch ein bisschen mein Fehler. Er war auch so blöd in der Box. Also er stand eigentlich in der Innenbox. Und da war ja einmal rum Gitterstäbe. Es war ein Fenster zum Rausgucken und Nachbarn. Und da war der oft so total pestig, wenn ich kam, dass ich gar nicht getraut habe, in die Box zu gehen. Okay. Und dann habe ich ihn trotzdem, habe ihm einen Apfel abbeißen lassen. Das hat auch noch funktioniert. Und dann habe ich die andere Hälfte hingehalten. Okay. Und dann hat er meine Hand richtig gebissen. Also war schon ein bisschen meine Schuld mit dem Apfel halt. Also ja gut, er wollte den Apfel nehmen und wobei das war schon... Okay, ist doch gut. Wäre ja doof, wenn er seine Sachen nicht zeigt, ne? Genau. Und sich hier plötzlich hinstellt wie ein Schaf. Aber das mag er eigentlich gerne. Aber er ist halt schon so ein Spielkind, ne? Ja. Kann ich irgendwo dran rumlutschen an irgendeinem Strick oder... Das sind aber auch die Zeichen. Ja? Ja, es ist wirklich so. Ist ja echt so. Also man muss sich vorstellen, dass ich versuche das immer so ein bisschen zu beschreiben. Es gibt Magenpferde, die fressen... wenig bis gar nicht. Ja. Und dann gibt es Magenpferde, die fressen rund um die Uhr, wenn die können. Und das ist dann wie so eine Art Sodbrennen. Ja. Und wir Menschen kriegen dafür was, dass die Magensäure nicht aufsteigt. Meistens. Ja. So Pferde kriegen nichts. Das heißt, die haben immer die Säure aufsteigen. Und das Einzige, was sie dagegen tun können, ist essen oder trinken, dass so ein das nicht Kandidat, hochkommt. Der dann permanent frisst. Also ich... würde fast vermuten, dass er am Donnerstag seinen Bauch verloren hat. Okay. Ja, da habe ich auch schon oft gedacht, dass er hier so einen dicken Bauch hat. Habe dann immer die anderen gefragt und alle so, nee, sieht doch immer so aus. Ja, man muss das so ein bisschen von hier sehen. Ne? Ja. Man sieht eigentlich sein relativ schmales Becken, was schön rund ist. Ja. Und auch die Schulter und dann plötzlich. Also ich habe das auch schon mal gedacht. Ich habe ja eben schon gesagt zu deinem Papa, ich hatte früher mit Stroh auch nie Probleme, also vor 20 Jahren oder so. Aber jetzt habe ich wirklich die
einfach, steht auch auf Stroh. Ja. Ne, also es sind ganz, ganz viele, die mit dem heutigen Stroh einfach nicht mehr klarkommen. Und du lässt ihn mitreiten, weil du selber keine Zeit hast oder warum? Ja, also erstmal ist das natürlich auch ganz gut, weil die auch eigentlich noch ein bisschen besser reiten. Ne? Dann hat er nochmal einen Ausgleich zu mir. Und genau, ich würde jetzt nicht die ganze jeden Tag schaffen oder auch überhaupt. Ja. Ne? Also wir wechseln uns dann ab, deswegen wird ja auch nicht jeden Tag geritten. Aber ich würde das sonst nicht schaffen. Die ganze Zeit mit dem Vielseitigkeitssattel geritten. Das ist der obere, nehme genau. ich an. Okay. Aber der ist halt für Dressur nicht so schön. Und dann hatte ich irgendwann gedacht, dass ich mir noch einen Dressursattel dann anschaffe. Ja. Den haben wir jetzt aber noch recht frisch. Aber mit dem reite ich jetzt so seit 4 Wochen, sechs Wochen schon eher. Und jetzt muss ich mal fragen, der wurde angepasst? Ja, der ist, das ist angefertigt für ihn. Für ihn angefertigt? Aber ist noch nicht, die muss noch mal kommen zur letzten Kontrolle. Also der ist quasi, er ist aber schon bezahlt, ja? Ja. Okay. Das passt dann schon ins Bild. Da kann man natürlich gewöhnen, wie man will, wenn es dann halt wehtut. Genau. Ne, dann ist es, also Pferde, die Gurtzwang haben oder hatten, Durchmagen, die werden auch immer dieses Verhalten haben. Das kriegt man ein bisschen besser, aber das, wenn die das lange haben. Ne, also Happy hat das zum Beispiel auch, aber Happy ist auch wirklich ein Magenpferd. Obwohl Offenstallhaltung, obwohl 24 Stunden Heu, kommt ein Therapiepferd neu auf den Platz, fährt hinten der rote Trecker, der nicht zu uns gehört oder zu jemand anders, kommen die Kühe da hinten auf die Wiese, ist das für ihn Stress und das kocht hoch und der kriegt also wirklich immer, immer etwas für den Magen. Also ein Magenpferd bleibt meiner Meinung nach immer ein Magenpferd. Dass er sich dann etwas besser benimmt, wenn er die drauf hat. Auch wenn ich die jetzt nicht so eng mache. Er weiß dann irgendwie. Sie zeigen einfach den Weg auch so ein bisschen, ne, in die Tiefe. Und ist das denn ein Unterschied, ob du draußen auf dem Außenplatz reitest oder denn halt im Wald? Wenn du sagst, im Gelände, ach so. Nein, nein. Ich war zweimal auf dem. Also ich hatte ja, weil er so wasserscheu ist, gedacht, dass man ihn hier vielleicht dran gewöhnen kann. Ans Wasser und an Gelände. Das hatte ich ja in der allerersten Mail damals geschrieben. Und dann war ich jetzt zweimal mit zum Geländetraining, aber wollte halt nicht jetzt springen oder so, sondern einfach nur mal eine Runde auf dem Geländeplatz drehen. Und Geländeplatz heißt eine große Wiese. Eingezäunt. Okay. Mit Hindernissen. Genau. Mit Reitlehrer. Und je nachdem man mich da abgesetzt hat, dann hat man ja doch so ein bisschen seine Wunden zu lecken. Die Airbag-Weste hat mir irgendwie so ein blaues Kinn beschert. Weiß zwar nicht wie, aber... Ja, vielleicht irgendwas drunter. Also wir schwören ja voll auf die Teile. Ja. Es sei denn, man hat jetzt was an, was da drüber geht. Hatte ich aber eigentlich nicht. Ich weiß nicht, warum ich dann plötzlich... Also was er schon mal macht, ist, aber hat er so losreißen dann halt. Wenn er, wenn er merkt, man hat ihn so ganz normal am Halfter, also Halfter longieren oder so, wird auch nicht funktionieren. Dann wäre er sofort weg. Also da weiß er schon, was geht. Das hat er sofort raus. Dann hast du ihn quasi eigentlich ja dreijährig gekriegt. Ja, und jetzt wird er 6 im November. Und du hast ihn aber 4-jährig gekauft. Also eigentlich... Der Händler hatte ihn 4-jährig drin, dann bin ich hingefahren und habe ihn geritten. Ja. Und dann, als ich ihn gekauft habe, sagte er, ach, der ist erst 3. Ah ja. So, schön. Ne, du kannst ganz normal so die Sachen machen, die du dir... Ja, ich bleib hier oben, glaube ich. Die du dir zutraust. Ja. Und das muss ja auch nicht ewig lange sein. Nein. So kriege ich einen kleinen Eindruck von euch. Warst du denn mit der Problematik denn auch schon in tierärztlicher Behandlung oder sowas? Nee. Nee, ich habe halt, wenn irgendwas war, Impfen oder irgendwas, dann immer gesagt, dass er halt beißt und so grummelig ist. Ja. Ob sie eine Idee hätten. Und dann standen sie halt auch immer so sprachlos daneben. Und Dominanz-Thema. Okay. Also, und als ich, wie gesagt, dann hatte ich ja gefragt, ob wir mal ein Blutbild machen können. Und ja, hatte sie irgendwie keine Zeit. Nee, also am Magen haben wir noch nie therapiert oder auch nicht. Also als er da mal, als er so ganz grummelig war, in der Box sogar gestiegen ist, da hatte ich die Tierärztin da, weil der geimpft wurde. Ja. Und da hat sie ihn abgehorcht und meinte aber, es wäre okay. Ja, es ist Wahnsinn. Ich sage das immer wieder. Ne? Ja. Also der Pferdebesitzer... Der kann sein Pferd eigentlich am besten einschätzen. Ja. Und dann hat man mal so ein Gefühl, aber wenn es nicht bestätigt wird. Ja, wenn dann alle sagen, dann ist doof eigentlich, dass man da nicht genug hinterher ist.
Ja, aber woher soll man die Sicherheit kriegen? Jetzt sind natürlich wieder einige da, die sagen, oh, da muss man einen Pferdeführerschein machen, dies, das, jenes. Aber ganz ehrlich. Aber den habe ich auch. Also ich habe auch einen Longierabzeichen, aber da einen Basispass. Also was will daran soll es jetzt auch nicht scheitern. Nein, aber was will man denn alles können und wissen? Ja. Ja, und letztendlich, wenn man dann die Fachkräfte fragt, dann verlässt man sich ja drauf, wenn sie dann sagen, nee. Ja, ja. Nee, geht mal raus. Alles gut. Ja, dieses Grummelige, ne? Deswegen, dann denkt man immer, was tut man seinem Pferd an? Ja. Aber also, dann hat er ja vielleicht wirklich einen Grund. Ja. Also dieses, das Abschlucken und dieses Schlucken, das ist auch ganz typisch. Okay. Deswegen habe ich gefragt. Wir müssen das auch nicht lange machen. Wenn du noch einmal auf die linke Hand wechselst, wenn es machbar ist, ist aber ganz fein. Ne? Die geht da nicht so vorwärts, ne? Ja, da ist, ne? Ja. So. Und auch dieses Anhalten wollen ist auch ganz häufig. Ja. Aber ich finde den ganz, ganz fein und ganz brav. Schön, klasse. Nun, jetzt sieht man, jetzt klemmt der Schweif so ein bisschen. Ja. Richtig schön, aber ihr seid auch ein gutes Paar, auch von der Größe und allem. Aber das ist so schlimm, wenn man das so fühlt eigentlich, dass er immer so grummelig ist und alle immer, nee, musst du drüber wegreiten quasi. Ja. Ne? Dann bin ich aber trotzdem froh, dass ich hier bin. Wenn ein Pferd Fresspausen gezwungen machen muss, ist es normal und logisch, dass sie Magenprobleme kriegen, weil halt die Magensäure nichts hat. Wenn man sich das überlegt, ein Pferd ist ein 24-Stunden-Lauftier mit Kopf auf der Erde, suchen nach was zu essen. Wenn der jetzt natürlich, wenn die Pferde hauptsächlich in der Box stehen, meistens mit Kopf hoch, damit sie irgendwas sehen, weil unten ist meistens Holz. Ja, ja, genau. Dann ist Stroh da drinne und mit Stroh habe ich die Erfahrung gemacht, alle Pferde, die hierher kommen, haben Probleme mit Stroh. Okay. Wenn du auf diesem Geländeplatz warst, kannst du zurückverfolgen, ob er denn vorher genug draußen war, dass er vielleicht nur angestaute Energie hatte und die Freiheit gesehen hat? Oder war's ich glaube, das war wirklich so eine riesengroße Wiese. Und zu der Zeit ist er ja noch nicht wieder auf die Wiese gekommen. Ja. Und ich glaube, er hat gesehen, Wiese, ja, dann bin ich doch jetzt hier zum Fressen und nicht zum Arbeiten. Ja, 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 das war so. Okay. Das war so. Ich wäre, glaube ich, ganz überrascht, wenn es das nicht ist. Okay. Verrückte. Und das wäre theoretisch gesehen das Einfachste von der Welt. Ja. Also die Frage ist ja nur, wie lange muss man denn diese Sachen geben, damit wirklich alles ausgeheilt ist. Das, was wir halt immer machen, ist halt, dass wir wirklich antherapieren. Mhm. Wir machen das wirklich so, dass wir unseren Magenpferden wie Sito oder Happy, die kriegen wirklich ihre Pülverchen für den Magen weiter. Das ist dann aber halt keine Chemie, sondern das sind dann halt wirklich Sachen, die das so ein bisschen aufrechterhalten. Okay. Ne? Ja. Du beißt nee, also wenn er entspannt ist, wirklich, also man merkt das schon, wenn er schlechte Laune hat, so wie auf dem Foto, Video, dann ist er sofort so Ohren total zurück und so, das macht er aber, wenn man von der Wiese holt, nicht. Ja. Also man sieht das sehr schnell, ob er gerade schlechte Laune hat oder nicht. Okay. Gerade sieht es aber wohl nach guter Laune aus. Sein Paddock scheint ihm wohl zu gefallen und sein Nachbar ist ja auch ein ganz netter. Es bleibt aber sicher spannend, wie sich Emil in den nächsten Tagen auf Hof Eicheneck benehmen wird. Genau, guck dir mal alles an, da ist überall was drin. Ja. Ist ja ganz überrascht. Überall was, ne? Kannst du dir alles angucken? Er kriegt nicht so viel Hafer. Er kriegt nur wegen Futterneid eine Handvoll Hafer. Weil eigentlich hatte ich gedacht, dann kriegt er noch mehr Energie und ist noch weniger. Deswegen ist er jetzt bestimmt begeistert. Mein Check mit Emil geht los. Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, weil es ja heißt, er beißt. Das glaube ich auch wirklich. Das Putzen fand er gestern nicht so angenehm.
Ich habe eine E-Mail gekriegt, bevor der E-Mail hierher gekommen ist, ja, wo ich eigentlich schon so ein bisschen rausdeuten kann, dass es für mich persönlich sich ganz krass nach Magenproblemen anhört. Das sind wirklich alle von mir, ja, es hätte eigentlich von mir sein können, wenn ich ein Pferd beschreiben soll, was eventuell Magenprobleme hat. All diese Dinge hat die Besitzerin schon an mich geschickt und ich habe gedacht, oh je, sie kommt zum Reittraining. Wie vermittel ich ihr bloß, dass wir erstmal was ganz anderes machen müssen? Und wenn ich mir den Emil jetzt anschaue, dann hat er schon ordentlich Bauchumfang verloren. Und ich stelle hier einfach nur fest, dass er Hunger hat. Er hat tierischen Hunger. Also wenn ich den jetzt wirklich eine Handvoll hinhalte, ich habe noch nie ein Pferd so schnell fressen sehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich eine Art Sodbrennen, dass er deswegen so schnell frisst? Hat er vielleicht einen Wurmbefall oder so? Das muss man natürlich auch noch schauen. Und ich habe gestern mit der Besitzerin gesprochen, die war ganz, ganz nett, super kooperativ. Sie hat es schon im Gefühl gehabt, hat Tierärzte gefragt und alle haben gesagt, nee, sieht nicht so aus. Sie wollte, dass ein Blutbild gemacht wird, aber auch das haben die Tierärzte oder der Tierarzt nicht gemacht, weil er sagt, wieso, er sieht doch gut aus. Und das sind so Aussagen, da schüttel ich hier wirklich mit dem Kopf. Also ganz viele kommen ja und sagen, das ist ja immer nur das Gleiche. Traurig. Es ist traurig, dass es immer nur das Gleiche ist, dass es immer der Sattel ist. Und ich will mir diesen Sattel gar nicht angucken, weil ich habe schon gestern beim Vorreiten gesehen, dass der Sattel nach vorne und nach hinten und zu beiden Seiten schwimmt. Und das ist ein Sattel, der wurde jetzt für ihn angefertigt. Angefertigt. Wie soll ich bitte schön der Besitzerin morgen sagen, dein toller, neuer, angefertigter Dressursattel sieht zwar ganz schön aus, ist vielleicht auch sitzbequem, hat ganz weiche Kissen, aber er passt nicht auf dein Pferd. Ich werde mal schauen. Wir haben schon so ein bisschen so die Hufeicheneck-Therapie mit ihm angefangen. Also wenn er draußen steht oder jetzt in der Box steht und wir kommen, dann hat er nicht mehr die Ohren angelegt, weil er weiß, es gibt was Leckeres. Positive Verstärkung. Auch hier gibt es eine Geschichte zu. Er wird nicht aus der Hand gefüttert, weil er die Besitzerin schon mal gebissen hat. Ich war sehr, sehr vorsichtig damit, aber wir arbeiten nun mal mit positiver Verstärkung. Von daher muss ich das auch ausprobieren. Und wenn ich mir überlege, wie schnell und wie viel er frisst, dann glaube ich, hat er einfach nur Hunger. Er wollte gar nicht die Hand beißen, sondern er hat einfach Hunger und greift und will und will und will. Was er nicht gut findet, ist, wenn man einfach reingeht und ihn zurückschickt. Dann hat er so dieses typische Ohren anlegen und dieses, nee, gibt es nicht. Und ja, gucken wir mal. Ich mache jetzt den Check und dann kommt Rabea. Da bin ich richtig gespannt. So, Emil, was sagst du? Mach, was du willst, aber lass mich erst mal fressen. Ist fein. Ja, auch bei Emil haben wir wirklich jetzt natürlich verhärtete Bedingungen. Draußen sind Bauarbeiten, es werden Steine geklopft, es wird gesägt, es wird genagelt, aber mit so einem Schussgerät, das ist tierisch laut. Und wir wollen mal gucken, ne? Wie wir das hinkriegen. So. Ja, wir sind doch hier. Gucke mal, da hast du Heu. So. Ich möchte einfach, dass es für den Emil ein bisschen angenehmer wird, dass er ein bisschen Heu fressen kann. So ist schön. So ist schön. Guck mal, da kannst du ein bisschen mümmeln, okay? Kannst ein bisschen mümmeln, ne? Ja, futter mal ein bisschen. Genau. Ja, ist alles gut. Komm her, komm. Komm her. Da, so, da kannst du futtern, ne? Und da würde ich aber auch nicht hinterstehen wollen. Mein lieber Scholli, hä? Ja, ist alles gut. Schluss, Schluss. Ja, ist Schluss, Schluss. Gut, so. Klasse, prima. Ja, ist alles. Da vorne magst du es nicht, okay? Darf ich mal eben? Ja. Schau mal, klasse. Schluss. Ja, ich möchte ihn ungern anbinden. Das mache ich gleich wirklich nur, wenn ich Angst haben muss, dass er mich beißt.
möchte ganz gerne, dass er vielleicht die Chance hier mitkriegt, dass er da einfach entspannt fressen kann. Das wäre das Schönste. Und ich schaue einfach mal, ob irgendwo Hitze ist. Er möchte jetzt gerne am Strick knabbeln. Ist letztendlich auch ganz typisch für Magenpferde. Er hat jetzt Stress. Normalerweise wird er links und rechts angebunden. Wird so halt, sage ich mal, so fertig gemacht. Er kommt aus Spanien. Da läuft das Ganze sowieso noch ein bisschen anders. Und von daher kann es wirklich sein, dass alleine hier das hier für ihn absolut Stress ist. Und wenn ich jetzt rausgehen würde, vielleicht, geh mal zurück. Fein! Dass das vielleicht viel weniger Stress ist. Ja. Oh, so, da sieht man, die Ohren gehen zurück. Ich lege nur meine Hand hier hin, in den Sattelbereich, also wo das Sattelblatt ist. Alles gut, alles gut, alles gut. Hey. Ja. Würstchen. Prima, klasse. Ja, es sind denn immer so erschwerte Bedingungen. Aber nun gut, das ist nun mal so, ist alles gut. So, man sieht ganz klar, er hat Stress. Er runzelt sein Maul. Er fängt an, mit der Oberlippe zu spielen. Er fängt an, mit dem Kopf einfach zu drehen. Schluss. Und schön wäre es ja, wenn er sich wirklich hier hinstellt und einfach Heu mümmelt. Gar keinen Stress hat, ne? Ja, so. Trotzdem kann er nicht einfach loslaufen, einen über den Haufen rennen, ne? Das geht nicht, hörst du? In manchen Fällen ist das wohl Ansichtssache. Alles gut jetzt hier, guck mal hier. So, schau mal. Ja, schau mal. Ist alles gut. Schau mal, ja. Passiert überhaupt nichts. Guck mal, passiert nichts. Außer, dass du eine kleine Alpflippe kriegst, ne? Was ist hier? So, gut. Also, wenn du hier ein bisschen mit mir kooperierst, ne, jetzt kommt die doofe Seite, die Magengegend, linke Seite. Das würde ich jetzt verstehen, wenn er das nicht so gerne mag. Das mag er auch nicht so gerne. So schön, ja. Oh, das ist ja auch ganz, ganz hart vom Gefühl her. Hier sind richtig so Beulen. Also unter der Haut, die fühlt man richtig. Weißes. Ja, 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 ja. So Magengegend ist nicht so seins. Na, also ich muss hier nur rüber streicheln. Dann wird es. So, ich gehe mal weiter nach hinten. Alles gut, alles gut. Ja, ist alles gut. So, ist schön. So, alles klar. Gut, also das ist so eine Gegend, die findet er nicht so gut. Ich versuche ihn jetzt einfach mal ein bisschen länger zu lassen, aber er muss trotzdem halten. Trotzdem halten. So, und wenn er jetzt einfach hier rumkommt, um sein Leckerli einzufordern, oder ich vermute das mal, dann kriegt er einfach einen kleinen Schnipser. No. Ist alles gut. Das fand er jetzt blöd. Nein, vor und halt. Halt. So ist er fein. Gut, vorne bleiben. So ist schön. Ist eigentlich alles eine Vorbereitung jetzt fürs Sattel drauflegen. Ich gurte ihn ja nicht, aber er weiß das ja nicht. Und hier ist es wirklich ganz fest und das mag er auch wirklich nicht, wenn ich hier rüber fasse. Aber ich muss beide Sättel drauflegen. Dafür ist er hier. Und das möchte ich natürlich relativ gut gestalten, ohne Beißen, ohne Angst. Fein. Musst du dir keine Sorgen machen. Uah. Uah. So, komm mal hier. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin ganz vorsichtig. Schau mal, klasse. Bui. Vorsichtig. So, guck mal, toll, klasse. So ist schön. So, komm her, wir gucken uns das Ding nur an. So, also ich habe erstmal ganz viel Druck hier vorne. Da gehe ich rein, oben geht es noch gut. Dann merkt man,
geht gar nichts. Das findet er auch nicht gut. So, von der Optik her sieht das so aus. Ich versuche mich mal ein bisschen seitlich zu stellen. So, von der Optik her sieht das so aus, als wenn der auch vorne runter liegt. Ist alles gut, Großer, alles gut. Du machst das prima. Du machst das prima. Hier ist noch mehr Druck als auf der anderen Seite. Langsam. So, wenn ich mir das Sattelblatt hier hochhebe, ja, es ist gut. Man merkt schon, das ist ihm ganz unangenehm. Wenn ich das hochnehme, dann ist dieses erste Stück wirklich weit weg vom Pferd. Wenn ich diese, ja, Polsterung weiter nach hinten verfolge im Gurtbereich, hier zum Beispiel, ich kann nicht alles leider hochhalten und gleichzeitig aufpassen, dass er nicht beißt. Hier in der Gurtfläche, wenn ich hier jetzt drunter durchfahre quasi, ist das wie eine Stufe. Und hier ist das richtig in das Pferd gedreht und das ist ganz hart. Ja, es ist immer ganz, ganz schwierig. Das heißt also jetzt erstmal zu gucken, wie können wir den Emil so runterfahren und so entspannt kriegen, dass man sich vielleicht oder ich mir vielleicht nachher nochmal oder morgen früh den Emil nochmal entspannter angucken kann. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich wollte ihn eigentlich an die Doppellonge nehmen oder ins Roundpen tun. Aber wenn das wirklich so ist, dass der so, ja, grelle ist das falsche Wort, also dass er so empfindlich ist überall, mache ich das wirklich mit ein bisschen Bauchschmerzen. Meine Traumvorstellung war eigentlich wirklich Doppellonge, Crosstrail, weil die Besitzerin gerne ausreiten möchte. Aber das ist jetzt wirklich in dem Zustand gar nicht so wirklich möglich. Also die Besitzerin hat ihn hier gestern vorgeritten. Und ja, man hat zwar gesehen, dass er deutlich Probleme hat, dass er kurz Fuß, dass er ja nicht wirklich traben will, dass er oft den Schweif klemmt, dass er leichte Taktstörungen macht. Also alles solche Dinge. Und da war er super, super brav. Aber sie hat nicht umsonst auch eine Airbag-Weste an, weil das Ganze auch ganz anders aussehen kann. Und ich gehe davon aus, dass das so ist wie hier jetzt gerade, weil gestern war das hier auch nicht so schlimm. Dann schauen wir uns den Sattel eben erstmal ohne Pferd an. Und dann kommt aber hier eine Delle. Das heißt, hier geht das genähte Blatt auf das Pferd zu und macht so einen Bogen. Und diese Naht hier und dieses Steife, hier diese Naht, die so steif ist, die drückte richtig in das Gewebe rein. Auf der rechten Seite. Wie es auf der linken Seite ist, weiß ich nicht, weil da bin ich nicht dran gekommen. Das sind so Dinge, die würden mich persönlich erstmal wirklich stören. Das sehe ich aber natürlich, wenn ich den Sattel habe, wenn ich einen Sattler da habe und ich fasse selber mal irgendwo drunter und es drückt irgendwo, dann weiß ich schon, okay, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Hier oben, wo das so abgenäht ist, wo diese Dings ist, war gar kein, wo diese Niete ist, war gar kein Druck, gar keine Auflage. Und in diesem Bereich hier bin ich mit der Hand kaum unter durchgekommen. Wirklich kaum unter durchgekommen. Da musste ich tüchtig ziehen. Auch das habe ich nur auf der linken Seite gemacht. Ach nee, stimmt gar nicht. Auf der rechten Seite war sogar noch mehr Druck. Was man bei diesen Sätteln dummerweise nicht kann, ist, dass man wirklich das Polster, das Rückenpolster langfährt, wie man das bei solchen Sätteln zum Beispiel kann, weil sie halt einfach eine Taille haben und weil man da drunter kommt. Das haben diese Sättel nicht. Die sind halt einfach, ja, ich weiß es auch nicht. Also es ist schwer zu beschreiben, glaube ich. Es sieht für mich einfach zum einen anders aus. Zum anderen ist die Theorie wahrscheinlich viel, viel Auflagefläche. Ich weiß nur nicht, warum man links und rechts am Rippenbogen Auflagefläche braucht. Hinten, wo es Richtung Skelettfenster geht, weil wenn ich mein Pferd längs biegen möchte, dann möchte ich es eigentlich hier nicht mit Auflagefläche konfrontieren. Das wäre so, als wenn wir dieses
als wenn wir dieses Polster weiterziehen würden bis außen und dann nach vorne. So, und dann frage ich mich, dann gibt es eine Einatmung, dann wird der Brustkorb weit, dann gibt es zum Beispiel die Ausatemphase, da wird der Brustkorb wieder kleiner, es gibt die Stellung und Biegung, da wird nur eine Seite weit, die andere Seite muss nach innen nachgeben, muss sich knicken. Und das ist alles das, was ich mit diesen runtergezogenen Kissen als sehr schwierig empfinde, obwohl sie weich sind. Und von daher ist das für mich immer sehr, sehr schwierig zu sagen, das Pferd müsste jetzt bei der Längsbiegung massiv gegen eine Seite drücken, damit sie weggeht. Es machen die meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach eher weniger. Sonst würde ich nicht so viele Pferde geben, die einer Brücke entweichen, indem sie den Kopf hochnehmen, indem sie einen Senkrücken kriegen. Es gibt ja Reitweisen, die machen das mit Absicht. Das könnte man sicherlich auch auseinandernehmen, aber die machen bestimmt das Gleiche mit meiner Reitweise oder dem Vorwärts-Abwärts-Reiten, wie man das auch immer nennen möchte. Aber das halte ich für sehr ungünstig. So, und wenn ich mir jetzt den Steigbügelriemen angucke, der dann auch noch da drauf ist mit einem Reiterbein, was zum Beispiel leicht trabt und immer diese Bewegung da ist, zum Beispiel, stelle ich mir das auch äußerst unangenehm vor. Jeder Sattler, der einen neuen Sattel verkauft, ist bei diesem Sattel jetzt ja nicht möglich, aber hier ist es so, hier sind die Steigbügel außen angebracht. Das heißt, die wären theoretisch gesehen hier außen mit einem Deckblatt nochmal geschützt. Dieses Deckblatt schützt unseren Oberschenkel, damit unser Oberschenkel nicht direkt auf der Schnalle ist. Das tut nämlich massiv weh, wenn wir da ohne dieses Deckblatt drauf sitzen würden. Wenn man einen neuen Sattel kauft und der Sattler möchte verhindern, dass der Sattel Gebrauchsspuren kriegt, hier auf diesem Deckblatt, was man hier auch sieht, die Bewegung, es sind kleine Kratzer, bei anderen geht die Farbe ab, es wird ein bisschen rauer. Je nachdem, wie der Reiterschenkel ist, hat der Sattel Gebrauchsspuren. Von einem einzigen Mal Probereiten sieht man sofort, da war ein Steigbügelriemen. Also wären diese Steigbügelriemen von hier unten, hier oben durchs Loch geschoben und wären von hier unten reingeschnallt, damit beim Probereiten der Steigbügelriemen nicht hier drauf liegt, weil er schon nach einmal Reiten Gebrauchsspuren zeigt. Und jetzt hört es bei mir von der Logik her auf, bei mir persönlich. Ich weiß nicht, bei wem noch. Aber wenn ich mir jetzt überlege, das hier ist festes Leder, das ist dickes Leder. Und jetzt ersetze ich dieses Lederstück durch eine Satteldecke und schütze mein Pferd vor diesem Riemen, wo sonst ein Sattelblatt zwischen ist, nur mit dieser Decke, wie es bei diesem Sattel der Fall wäre. Sie ist da drauf. Hier ist stramm gegurtet. Das heißt, die Hautfalten können bei Längsbiegung, was sowieso sehr schwer ist mit so einem Sattel, weil es keine Längsbiegung zulässt. Es fährt, bewegt sich. Es kommt zum Beispiel die Satteldecke dazwischen. Auch Hautfalten kommen dazwischen. Und da oben drauf kommt dann noch der Reiter mit seinem Gewicht, der sich in die Bügel stellt und verstärkt das Ganze noch da drauf. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Warum eine Satteldecke mehr abhält, mehr Schutz bringen soll, als so ein ganzes Blatt, sodass jeder, der seinen Sattel verkaufen will, einen Neusattel verkaufen will, Angst hat vorm Probereiten, weil dieses Sattelblatt sofort Gebrauchsspuren kriegt. Und das Pferd will man nur mit so einem Stück Stoff schützen. Passt in meine Logik nicht rein. Also bitte, liebe Hersteller, sagt mir bitte,
warum es solche Konstruktionen gibt. Also was möchte man damit bewirken? Was Positives möchte man ja, denke ich, bewirken, sonst würde man es nicht machen. Und wenn man sich selber mal auf alle Viere begibt, vielleicht einfach mal ausprobieren, womit es einfacher ist, sich längs zu biegen. Mit einem Sattel, der nicht bis hier runter geht und die Rippen blockiert, sich zu bewegen, wie es vielleicht in dem Fall ist. Hier kann sich der Hintern, wollte ich sagen, hin und her bewegen. Es kann sich der hintere Bereich vom Brustkorb, wenn er es dann anatomisch könnte, könnte er sich hin und her bewegen. Die Pferde können tief einatmen. Sie können die kleinen Facettgelenke im hinteren Bereich mit aufdehnen, wenn sie wollen. Das ist alles mit so einem Sattel, der eckig ist, also hier runter geht und dahin geht, und hier auch noch Auflagefläche ist, meiner Meinung nach nicht möglich. Und ich möchte gerne wissen, was jetzt an solchen Sätteln, außer die Optik und die Bequemlichkeit für den Reiter vielleicht, besser sein soll, als jetzt zum Beispiel, für mich ist es das Traditionelle, wo die Polsterung wirklich bis unten zum Sattelblatt geht, wo das Pferd bei der Gurtung und vor den Schnallen mit zumindest einem dicken Lederstück geschützt ist und wo auch das Pferd vor den arbeitenden Steigbügelriemen geschützt ist. Und das wäre für mich wirklich, ja, ich wäre wirklich auf die Antwort gespannt. Ich kann nichts Positives erkennen. Also von daher sage ich immer, traditionelle Sättel sind für mich eigentlich so, ja, das Gute. Auch dieser Sattel hier ist ein schöner Sattel. Er ist nur leider viel zu lang, viel zu groß für diesen kleinen Rücken, für dieses kleine Pferd. Ich bin gespannt, ob ich mal Antworten kriege. Also anstatt immer auf mir rumzukloppen und mir wilde Briefe zu schreiben, dass ich bitte Videos aus dem Netz nehmen soll oder dass ich sonst was bin, vielleicht einfach mal Antworten liefern, warum diese Sattelmodelle immer pferdeunfreundlicher werden. Meiner Meinung nach. Es gibt ja noch viele andere Meinungen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn es für mich logisch ist und man mir Pferde zeigt, wo ich nicht schon am Rücken sehe, wo normalerweise der Sattel liegt. Das sehe ich bei unseren Pferden nicht. Und das wäre meine Maßnahme. Jetzt gehe ich essen. Das sind so Dinge, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich würde kein Sattel auf mein Pferd legen, der die Strippen nicht geschützt zwischen zwei Blättern hat. Von daher fällt ein Monoblatt für mich schon absolut raus. Die ganzen Sättel, egal welche Marke, die ihre Gurtstrippen nicht zwischen zwei Blättern haben, würden bei mir schon absolut für meine Pferde rausfallen. Die können noch so schön sein, die können noch so bequem sein, die können noch so gut passen. Ich würde es persönlich nicht machen. Ah ja, so, jetzt sieht man schon, angebunden links und rechts, ähnlich wahrscheinlich wie früher. Stress wird deutlich, deutlich mehr. Alles gut, alles gut. Ich möchte nur ein bisschen verhindern, dass er hier ganz doll in meine Richtung kommt und mich beißen kann. Fein, so schön. Und ich glaube, wenn es mein Pferd wäre, dann würde ich ihn, glaube ich, so anbinden und so lange streicheln oder massieren oder irgendwas machen, bis diese Art von Anbinden und auf der Stallgasse stehen zu etwas Positivem wird. Ich muss einmal den anderen Sattel drauflegen und dann hast du, ist alles in Ordnung. Dann warten wir erst, was die Rabea sagt, okay? Hier, guck einmal. Guck einmal, wir reiten nicht, wir gurten nicht, es ist alles gut. Okay? Ja, es ist alles gut.
machen wir ganz vorsichtig. Okay? Ja, guck mal. Ja, untersuch mal alles. Guck dir mal alles an. Ich muss überall dran rumschnabbeln, ne? Ja, überall, ne? Guck. Alles gut? Ja? Komm her, ich weiß. Machen wir ganz vorsichtig. Brauchst nicht schlottern, brauchst nichts mehr. Brauchst nichts mehr. Alles gut. Machen wir. Oh. So, man sieht das schon, ne? Er ist ganz. Oh. Hat wirklich. Eieiei, sage ich nicht, weil der Sattel jetzt eine Katastrophe ist. Eieiei, sage ich, weil dieser Sattel wirklich eine Brücke hat. Das sieht man so schon. Er ist viel, viel, viel zu lang für dieses Pferd. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Alles gut. Ich mache gar nichts. Ich lasse ihn dann nur drauf liegen. Ich spare mir, dem Pferd zuliebe da drunter zu fassen. Das mache ich wirklich nicht, weil das sind Verhalten, die kann ich nicht übersehen. Das ist einfach so, die muss ich akzeptieren und auch respektieren. Und ich finde das schon ganz toll, wie er hier das macht. Gut, komm her, ich nehme den Sattel runter. Sei bitte noch mal brav, bitte zu mir. Alles gut. Ja, lass mich den runternehmen. Komm her, komm, ich nehme ihn runter. Sei brav. Gut, klasse. Also meinen eigentlichen Check breche ich hier jetzt so erstmal ab, weil wir müssen, glaube ich, wirklich erstmal die Rabea abwarten. Es ist ja wirklich die Situation auf der Stallgasse, das ist wirklich, er zeigt ganz deutlich deutliche Probleme. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Verhaltenssache, sondern er hat wirklich Schmerzen. Ja, so ist schön. Klasse. Er hat Hunger oder Sodbrennen oder was auch immer. Das müssen wir erst mal schauen. Ich stufe ihn jetzt nicht als böse ein. Es sei denn, du beißt mich jetzt. Nein, stufe ich überhaupt nicht. Und man hat ganz klar gesehen, dass diese Anbindesituation noch mal wieder mehr Stress macht. Muss ich mal schauen, wie wir das deuten. Ja, was ist? Ja, so, da. Und dann werden wir mal gucken, wenn Rabea da ist. Ich hoffe, dass das irgendwie geht ohne Sedierung, dass wir da mal reinfassen können. Was ist hier? Hast du hier vorne auch was? Da auch, da? So, und wir schauen jetzt erstmal, was wir mit ihm machen können. Ich möchte ganz gerne wissen, was ist mit den Zehen, was ist mit dem Magen. Und dann kann ich wirklich guten Gewissens sagen, so, wir stellen uns hier hin und wir gucken das Ganze an. Wir nehmen ihn vielleicht auch mal an eine Longe. Aber jetzt gerade ist das wirklich, es ist nicht normal. So, es wird nicht nach vorne gerast, mir nicht auf den Schoß gesprungen, nur weil eine Eichel darunter kommt, ne? Hast du verstanden? Bitteschön. Gut. Mitkommen. So, kommt her, ihr beiden. Ne? Ihr kennt euch nicht, aber ne? Getrennt sein ist ganz schlimm. Ne? Baloo ist auch so ein Spezialist, bei dem man als Mensch achtsam und konsequent sein muss. Aber ansonsten ist er auch ein ganz netter. So. Da warst du gestern aber sehr, sehr brav, als deine Besitzerin mit dir geritten ist, ne? Sehr, sehr brav warst du. Du musst das schon so nehmen, dass du es auch in dein Maul kriegst. So, gut. So, Baloo, möchtest du auch einen haben? Hm? Komm, du schlankes Reh. Komm her. Ja, komm her. Juchi, hier. Möchtest du? Ja, ne? Guck mal. Futterst du schön, ne? Ich sehe ja schon schwarz, ihn morgen hübsch zu machen, mit Mähne einflechten und so. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Da sieht man es, er gift zu ihm rüber. Das geht gar nicht an mich, sondern es geht an seinen Boxennachbarn. Und wie dieser Fall weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Filme in der Uncut-Version sehen, sowie Podcasts und Tutorials von Ariane zu den verschiedensten Themen für Reiter und Pferdehalter. Wir wünschen euch viel Spaß und alles nur erdenklich Gute. Euer Hofeicheneck-Team.
I'm in your arms.